Trainieren für den Traum vom WM-Titel. Die Frauen-Cricket-Nationalmannschaft Indiens bereitet sich auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land vor. Schon 1978 und 1997 war Indien Gastgeber des Turniers. Yula Goswami ist einer der wenigen Stars im indischen Team. My job role was as a ball girl. Ich bin als Ballmädchen zum Cricket gekommen. Der Ball flog aus dem Spiel und ich habe ihn zurückgebracht. Aber im Laufe der Zeit habe ich mich in den Sport verliebt. Ich finde, Cricket ist eine der spannendsten und anspruchsvollsten Sportarten, die es gibt. Obwohl Indien als Cricket-Nation gilt, sind Frauen auf dem Platz immer noch ein seltener Anblick. Zu sehr wird der Sport von Männern dominiert. Viele männliche Spieler werden als Nationalhelden verehrt und inspirieren den Nachwuchs. Weibliche Cricket-Spielerinnen hingegen werden auf der Straße gar nicht erst erkannt. Ich denke, die indische Gesellschaft ist nicht sehr fortschrittlich, wenn es um Frauen-Cricket geht. Eltern sind mehr daran interessiert, ihre Töchter in typischen Frauensportarten wie Tennis oder Tischtennis unterzubringen. Langsam sehen die Spielerinnen Fortschritte. Die Aufmerksamkeit für ihre Sportart steigt und auch die finanzielle Unterstützung nimmt zu. Aber noch immer ist ihnen der Männersport weit voraus. In die Schlagzeilen hat es die WM bisher nur wegen der Angst um die Sicherheit des pakistanischen Teams geschafft. Das Problem ist, dass die Basisarbeit hier geregelt werden muss. Wir müssen mehr Testspiele bestreiten, größere Testspiele und bekanntere Ligen schaffen. Nur dann wird Cricket mehr Frauen dazu inspirieren, selber zum Schläger zu greifen. Obwohl das indische Team bei der WM nur Außenseiterchancen hat, hoffen die Spielerinnen, dass ihnen das Turnier endlich mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung beschert.